Liebe Schwestern und Brüder im Advent, Advent ist Raum für die Sehnsucht, für das Ausschauhalten, das Ausstrecken, sich weit machen und aufs Neue Gott finden wollen. Viele Lieder, Gebete und biblische Texte begleiten uns in diesem Sehnsuchtsraum Advent. Und wenn wir unser Herz bereithalten und öffnen, so nähren und schüren sie alle unsere Sehnsucht. Ja, wollen unsere Adventsbewegung verstärken. In der zweiten Adventswoche begleitet uns daher der 80. Psalm mit einigen ausgewählten Versen. Du Hirte Israels, höre, der du Josef hütest wie Schafe, erscheine, der du thronst über den Cherubim. Erwecke deine Kraft und komm uns zu Hilfe. So wollen wir nicht von dir weichen. Lass uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen. Herr Gott Zebaoth, tröste uns wieder. Lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen. Wie ein Hirte möge Gott das Schicksal seiner Herde sein Innerstes tangieren lassen und mit all seiner Kraft und Vermögen zu Hilfe kommen. Wie ein umsichtiger Winzer möge Gott Sorge tragen für die wachsenden Früchte seines Weinbergs. Keiner soll an- oder abgefressen sein und des Lebens verlustig gehen. Mit Israel bitten wir Christen im Advent einmal um die Gabe des Lebens und wir zielen zum Zweiten auf das Gotteslob als höchstes Lebensgut. Ein dreimaliger Refrain gliedert Psalm 80. Und er ist auch der Schluss, wenn Psalm 80 im Advent gebetet wird. Herr Gott Zebaoth, tröste uns wieder. Lass leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen. Gemeint ist mit tröste uns wieder in der hebräischen Sprache ein Aufrichten im Sinne von gib uns eine neue Richtung. Leite uns auf neuen Wegen. Zuerst bitten wir, dass Gott uns wieder aufrichtet. Das heißt, uns dort befreit, wo wir sind oder waren. Um das zu erreichen, benötigen wir Gottes Hilfe, denn wir wissen, dass wir es allein nicht schaffen werden. Indem wir weiterhin darum bitten, lass dein Angesicht leuchten, beschwören wir das Bild vom Licht als dem Symbol der Erlösung herauf. Wo Elend, Dunkelheit und Versagen überhand nehmen, verwandelt das göttliche Licht, was der Heilung bedarf. Das ist Erlösung. Ausstrecken im Advent, genau danach. Ehe wir noch auf Psalm 80 in der Form eines Liedes unserer reformierten Geschwister hören, lasst uns beten. Gott, wir machen alles bereit für das Fest deines Kommens. Wir möchten es schön haben mit unseren Familien und mit unseren Freunden und wollen einander Freude machen. Kein Schatten soll unsere Stimmung verdunkeln, die innere Leere sich nicht ausbreiten, sondern leicht soll das Herz sein. Das wünschen wir uns und deshalb stimmen wir ein in die Bitte, Gott,
Tröste uns wieder und lass uns leuchten dein Angesicht, so genesen wir. Herr, wir wünschten, die ganze Welt wäre vorbereitet auf das Fest deines Kommens. Streit und Gewalt nähmen endlich ein Ende, alle Tränen könnten getrocknen und die Wunden würden geheilt. Mit der ganzen Schöpfung erwarten wir unsere Erlösung. Gott, tröste uns wieder und lass leuchten dein Angesicht. So genesen wir. Amen. Hör uns, du Hirte, deine Herde, ein Hüter deiner Schafe werde. Erscheine ihm deine Herrlichkeit und steh uns bei in böser Zeit. Lass leuchten dein Angesicht, wir leben auf in deinem Licht. Wie lange zürnst du, Herr der Heere, zum Bitten deines Volkes kehre, dich wieder uns dein Angesicht.